100 Jahre Freistaat Bayern feiern wir in diesen Tagen. Den Trachtenverein Edelweiß Stamm, den gibt es sogar schon ein bisschen länger. Wir sind Heimat- und Trachtenverein zum Erhalt der Tradition und Brauchtum und unserer Sitte. Wir sind gegründet 1909, sind wir jetzt rund 150 Mitglieder und darf man da heute ein bisschen was sagen in Sachen traditionelle Volkstanz und Schuhplattler. Das Schuhplatteln konnten die Burschen des Trachtenvereins Edelweiß Stamm Ehring besonders gut. Der Schuhplattler ist ein sehr, sehr alter Tanz. Es ist darum gegangen, natürlich, wer es am besten kann, wer am schneidigsten ist, plattelt nach seinem Dirndl nach und versucht natürlich, das Dirndl mit seinem Plattler bis halt zu bewerben und sie gut dazustellen, dass vielleicht dann mit dem Dirndl auch was wird. Ob sie ihre Frauen mit dem Schuhplatteln überzeugen konnten? Mit dem traditionellen Volkstanz zumindest schon. Denn da durften sie ja schließlich Arm in Arm tanzen. Das Repertoire der Tänzer kann sich sehen lassen. Ja, wir finden heute verschiedenste Schuhplattler, verschiedene Volkstanz. Es sind viele Figurentanz dabei. Wir haben jetzt das Mühlradl haben wir schon gemacht. Das soll dann auch ein bisschen die Radl imitieren, die es in der Mühle gibt damals. Natürlich, wie gesagt, Schuhplattler, bayerische, einfache Volkstanz. Und später machen wir dann noch ein bisschen was Schwieriges. Da macht man einen Dreisteirer. Kleine Besonderheit, da hat ja jeder Bursch zwei Dirndl. Ohne Musik geht im Trachtenverein aber natürlich gar nichts. Begleitet werden wir heute musikalisch von der steirischen Harmonika mit einer Tuba und mit einer Gitarre. Das sage ich mal, für unsere Volkstanz eigentlich die schönste Musik ist. Viel gibt es nur die Spuren mit einem Akkordeon oder geht auch ganz andere Instrumente, wird auch viel gemacht. Aber meiner Meinung nach ist eine steirische Harmonika für einen schönen Schuhplattler oder Volkstanz die richtigere Wahl. Mit rund 150 Mitgliedern ist der Trachtenverein Edelweiß Stamm gut besetzt. Da gehört für jeden natürlich auch die passende Kleidung dazu. Aufwendig und elegant, so könnte man die Tracht und den Schmuck der Tänzer am besten beschreiben. Fangen wir mal da an. Das ist der Schalk, der gehört zur Miesbacher Tracht dazu. Den haben eigentlich normalerweise die Frauen, wenn sie heiraten, dann kriegen sie einen Schalk und den haben sie dann. Und mit dem Schalk tanzt man dann eigentlich nicht mehr. Da ist man, macht man halt einfach nicht, das gehört nicht dazu. Dann haben wir unsere Festtracht, das ist die Miesbacher. Das ist ein Kekels Leinenzeug. Und eigentlich, was sonst noch alles dazugehört, bis zu den Schuhen. Das ist dann der Bur dazu. Das ist auch die Miesbacher Tracht. Und dann haben wir noch die Tanztracht. Da haben wir dann nur Blusen, weil mit der Tanzpasse halt leichter ist, als wenn man so eine Festtracht anhat. Und mit dem, was ich habe, das hat man auch zum Tanzen an, beziehungsweise auch zu kirchlichen Anlässen, zu Wallfahrten oder. Auch ist jetzt nicht so schön, Beerdigungen, aber es ist halt mal so, da hat man das dann auch. Eine Tradition, die die Trachtler schon seit über 100 Jahren pflegen. Und getanzt werden soll hier noch lange. Für mich ist es ganz wichtig, dass man die Tradition und den Brauchtum, die Tanz, die Schuhplattler erhält, weil irgendwann gehen sie in Vergessenheit, dann erinnert sich keiner mehr dran. Und ich denke mal, die bayerische Kultur, den bayerischen Brauchtum ist eigentlich weltweit bekannt. Und da war es wirklich schade, wenn wir das in Vergessenheit fallen lassen. Zum Festakt 100 Jahre Freistaat Bayern am vergangenen Samstag im Ehrbräu am Flughafen München hat der Trachtenverein Edelweiß Stamm aus Ehring auf jeden Fall perfekt gepasst.